Der Hummerbojenknoten. Wie der Name schon vermuten lässt, wurde er in der Hummerfischerei eingesetzt, um Leinen sicher mit einem Ring oder an einer Stange zu befestigen. Ein Vorteil dieses Knotens ist, dass er nicht bekneift und leicht lösbar ist. Wir führen das Arbeitsende zweimal um den Gegenstand oder durch einen Ring. Das Arbeitsende wird über die stehende Part geführt, durchgesteckt und über sich selbst in dieses Auge wiederum unter die stehende Part geführt. Über, unter. So. Abschließend wird das Arbeitsende über die stehende Part geführt und unter sich selbst durchgesteckt. Hier durch. Dann wird der Knoten dicht geholt. Und wir haben den Hummerbojenknoten.